Guten Morgen, ihr Lieben, und willkommen zu Tag 13 von meinen Adventskalendern. Ja, wir reden nicht lange, wir fangen direkt an. Und zwar mit dem Türchen 13. Ich habe heute auch endlich mal geschafft, drauf zu gucken, wie diese App funktioniert. Und da stand halt nur, dass man für Android ein neues Modell braucht, um mit dem Kalender hier arbeiten zu können. Und mehr stand da auch nicht. Und das ist ja ein neues Handy, also von daher ein relativ neues. So, dann haben wir hier heute eine, weiße Schokolade mit Mandeln. Einfach eine weiße Schokolade mit Mandeln. Ich will der App noch eine Chance geben. Und ja, es ist wieder die gleiche Musik. Also sie scheint es ja zu erkennen, weil ja Musik kommt. Hier im Fenster schneit es auch. Die leuchten. Der Kerl will heute nicht die Leiter hoch. Ja, also es scheint einfach nichts Neues zu geben. So. In meinem Rotbäckchen-Kalender hatte ich heute guter Start. Ja, und ich habe hier noch von gestern, habe ich nämlich noch nicht getrunken gestern. Ich vergesse mal rauszunehmen. Heute gleich zwei. So, weiter geht's wie immer mit Plotter Marie. Hier habe ich gefühlt und hier sind zwei Sachen anscheinend drin. Also ich nehme an, eine Folie und etwas, was ein bisschen kürzer geschnitten ist. Widerspenstiger. So, und wir haben drin ein weißes Papier, aber das, ach so, okay. Hier seht ihr, da ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen fehlerhaft. Mal gucken, das ist aber nur nicht richtig drauf auf der Ding. Oh, die sieht aber geil aus. Wow. Sehr schön, sehr schön. Die gefällt mir richtig gut. Scheint auch eine Flexfolie zu sein. Ich guck mal. Achso, ich muss mich erst dran gewöhnen, dass mein Werkzeug jetzt woanders steht. Das war sonst immer hier. Ich liebe es immer. Fummelkrams, ne? So. Ganz kleine Ecke nur. Ja, genau. Der Träger klebt, also es ist eine Flexfolie. Ja, sehr, sehr schön. Und das, oh, hätte Gold gewollt, dass ich putze, hätte er keine Plotter erfunden. Cool, ja, cool, cool. Und hier hinten ist ein Gutschein, deswegen zeige ich es jetzt nicht von hinten. Oder doch, wartet, ich zeige das so. Ich mache den Gutscheincode zu. Also da ist ein Gutschein über 30% Rabatt von Hello Goldmarie. Kenne ich noch gar nicht. Auf Plotter-Dateien in meinem Shop www.hellogoldmarie.de. Ja, da werde ich nachher mal reingucken, wenn man da 30% hat. Ja, und diese Folie ist wunderschön. Und heute war zusätzlich noch ein... eine Datei drin und die zeige ich euch mal kurz auf meinem Monitor. Denkt dran, ich mache wieder diesen Kopierschutz darüber. Ja, Do What You Love von Thorsten Berger. Und da kann man sich hier so ja, Sachen irgendwie zusammenstellen. Und was diese Dinger hier jetzt sein sollen, das verstehe ich noch nicht so ganz, ehrlich gesagt. Es gibt aber ein Video von Plotter Marie und vielleicht mache ich einen Screenshot und packe den hier jetzt irgendwie mit rein oder mit drüber von der fertigen Datei. Achso, ach, ich verstehe jetzt, warum ihr es nicht seht. Und zwar muss ich gerade mal gucken. Einen Moment, jawohl. Aha, da.
Jetzt habe ich nämlich links auf meinem Monitor geguckt und habe gesehen, dass ihr den Monitor nicht ganz seht, warum auch immer. Genau, diese Herzen werden so zusammengesetzt, also diese Teile werden so zusammengesetzt und dann kommt am Ende so ein Herz raus. Ja, und da gefällt mir das obere natürlich besser wegen den Farben, weil diese Farbe dabei ist, ne? Genau, ja. Okay, also das ist diese Datei, Do What You Love, und dann hier hinten sowas zusammengesetzt, wo dann eben ein Herz bei rauskommt. Jawohl. So, mache ich das erstmal wieder weg. Ja, wie gesagt, diese Folie, da muss ich nachher mal im Shop gucken, weil die ist ja echt mega schön. Richtig schick. So, okay, wir machen weiter. Machen wir hier weiter mit dem Bild von Tittenrebell. Lovely Monster. Ja, muss ich jetzt nicht viel zu sagen, glaube ich. Könnt ihr euch, glaube ich, schon denken, dass es nicht meins ist. Und dann haben wir hier von Tante Plotter, muss ich auch mal wieder ein bisschen rüberziehen, so, diese Datei. Und ich habe hier noch gleich ein Beispielbild, was man damit machen kann. Also dann, ja, seht ihr ja, hier sind immer so Mandala-Teilchen, die man dann sich einzeln zusammensetzen kann, mit Text oder ohne Text. Und das Beispiel dafür sieht so aus. Ja, wunderschön. Also mit der richtigen Folie kann das richtig schön aussehen. Aber ich finde es aber auch gar nicht so schlecht, zum Beispiel, wenn ich einen Pullover nähe und dann auf die Ärmel unten, auf das Bündchen sozusagen vom Ärmel, da so einen Abschluss drauf plotte. Ich glaube, das kann auch ziemlich geil aussehen. Also auf jeden Fall sehr außergewöhnlich, stelle ich mir das vor. Ja, gut. Das war das. Und dann kommen wir zu... hatte ich jetzt alles? Doch, ja, ich hatte alles. Jetzt komme ich zu meiner Miss Fruchteis. Und suche mir wieder die 13 raus. Ja. Da habe ich, ach, da ist sie. Ich wollte gerade sagen, da habe ich auch nicht im Kopf, wo die ungefähr war. Und der Bibelspruch heute lautet: Denn du bist mein Fels und meine Burg. Und um deines Namens willen wolltest du mich leiten und führen. Psalm 31, 4. Ja. Und hier haben wir heute diese Frau mit einem kleinen Mädchen. Eine fleißige Strickerin, so wie das aussieht. Und, ja genau, eine Püppi soll das sein, was sie da auf dem Schoß hat. Und dieses Paket werde ich jetzt mal suchen und stelle euch wieder kurz auf Pause. So, ich habe das Päckchen gefunden. Und, ja, das ist heute gar nicht so schwer zu erraten. Es ist eine Blechdose. Aber ich weiß nicht, ob in dieser Blechdose noch was drin ist. Ich glaube nicht, weil es ist nicht schwer, es ist leicht. Und es klappert nicht wirklich, obwohl vielleicht ist sowas wie Klopapier drin oder so, das wäre lustig. Aber wir gucken mal. Einmal aufgerissen und so eine süße Weihnachtsdose kommt da zum Vorschein. Ich stehe im Moment auf diese Wichtel, keine Ahnung warum. Das ist gerade so ein Tick, ja, es ist nichts drin. Hatte ich mir gedacht, es hörte sich so an. Ja, super, super süß. Ich bin sowieso gerade am Kekse backen. Und da kommt die wie gerufen. Also ich habe zwar Keksdosen, ich habe so eine richtig coole. Die gab es irgendwann mal, ich glaube bei Aldi oder bei Ikea. Bei Ikea gab es die mal. Und zwar ist die so hoch, also richtig groß. Und hat oben, die sieht aus wie so ein Zirkuszelt ein bisschen. Hat oben auch so einen Deckel, der halt so spitz zuläuft. Und unten drunter hat die eine Spieluhr, dann kann man sie aufdrehen und dann kommt, ich glaube, Stille Nacht. Stille Nacht, Heilige Nacht kommt da, glaube ich. Ja, die benutze ich im Moment am meisten, aber die ist auch total süß für kleinere Kekse. Und ja, ich will sowieso noch ein paar verschiedene Sorten backen. Und wie gesagt, da kommt die wie gerufen, dann werde ich nämlich auf jeden Fall
da noch ein paar Kekschen dazu packen. So, das mache ich später, das müsst ihr jetzt nicht sehen. So, ich überlege gerade, ob ich euch zeige, was ich gestern so gemacht habe, aber eigentlich ist es nichts Besonderes. Ich habe gestern so ein paar Hintergründe, ich konnte es natürlich nicht lassen und habe meine Distress-Sachen ausprobiert. Und ich habe keine Ahnung warum, aber ich habe mal wieder voll Bock, ATC-Karten zu machen. Und habe, wie gesagt, gestern hier so ein bisschen rumgebastelt und habe die Farben einfach mal ausprobiert. Und habe hier so ein paar Hintergründe gemacht. Das hier ist mit den... jetzt mal wieder von jedem eine Dose, die Farben sind gerade egal. Die hier habe ich mit den Stain gemacht, mit diesen ganz flüssigen. Also das ist wohl wie Distress Ink, aber mit Wasser verdünnt und halt eben in einer Flasche und nicht in einem Stempelkissen. So flüssig wäre auch unsinnig in einem Kissen. Also die habe ich hier mitgemacht. Finde ich auch ganz cool. Also der hier gefällt mir am besten. Ich habe es die ganze Zeit nicht mehr so hingekriegt wie beim ersten. Ich habe dann einfach so eine Klarsichtfolie genommen, habe die Dinger genommen und habe die so drauf gebatscht. Und drei verschiedene Farben waren das nur. Und kein Wasser, nichts dazu. Und dann einfach dieses Papier da rein und dann ja noch ein bisschen hin und her gedreht. Wie gesagt, ich habe es die ganze Zeit probiert. Es hat nicht mehr funktioniert. Und hier habe ich mal einfach nur, ich glaube, das waren die. Ja, ich glaube, das waren die. Genau, die fühlen sich auch anders an. Ja, das waren die Paint. Und da habe ich einmal vollflächig vollgemalt und dann mit Wasser drüber gesprüht und Wasser wieder aufgenommen. Das geht bei den Paints aber nur, wenn die noch ganz frisch sind, weil sobald die trocken sind, kann man die mit Wasser nicht mehr abmachen. Genau, das war von denen. Ja, den finde ich so cool. Ich muss unbedingt probieren, das wieder so hinzukriegen. Hier habe ich es dann mit Wasser vermischt, weil ich es dann halt nochmal probiert hatte und habe es halt nicht mehr so hingekriegt, und obwohl ich das auch schön finde. Aber es liegt auch immer an den Farben. Das sind ja alles meine Lieblingsfarben und natürlich finde ich die schön. So, den hatte ich euch auch schon gezeigt. Dann hatte ich ganz am Anfang mit den Paints hier auf dem A4 Cardstock drauf rumgemalt und die Farben halt mit den Stencils vermischt. Nicht mit den Stencils, mit diesen Dingern hier. Halt schön ineinander vermischt. Ja, und da habe ich mir hier schon die drei schönsten auch wegsortiert. Die sind auch schön, aber wegen dem Gelb noch so dazwischen sehen die schon noch schöner aus, finde ich. Ist ja auch immer Geschmackssache. Jetzt sitzt wahrscheinlich der eine oder andere, mir fällt direkt eine Person ein, die jetzt davor sitzt und sagt, kannst du nicht mal welche in Rot machen? Meine Lieblingsfarbe ist doch Rot. So, hier habe ich dann gestern auch nochmal mit den, ganz zum Schluss mit dem Paint, hier nochmal einfach so ein bisschen so einen Verlauf gemacht. Hier habe ich schon mal eins, da habe ich schon mal angefangen, das zu dekorieren. Das war auch von diesem DIN A4 Blatt hier. Und auf der Stelle war aber fast nur lila und blau und deswegen musste da unbedingt was Buntes drauf. Und da habe ich hier mir so eine Krake drauf gemacht. So, dann habe ich hier einen, der mir auch noch richtig gut gefällt. Obwohl der mehr oder weniger ein bisschen fail war. Wie ihr seht, verläuft es da so, dass es schon ein bisschen bräunlich wird. Aber durch diese Tropfen hier unten finde ich es immer noch schön. Ja, dann waren hier zwei totale Fails. Da habe ich einfach dann zu oft reingetippt und zu oft versucht, die schöner zu kriegen und sie wurden immer hässlicher. Hier, da habe ich mich auch geärgert. Am Anfang hatte ich nur diese drei Punkte, es sah richtig schön aus und dann ist es nicht mehr so schön. Das hier übrigens und diese hier, das sind alles Watercolor-Block, und zwar der hier. Den habe ich hier benutzt und der ist echt gut. Hätte ich nicht gedacht. Also ich habe mich ein bisschen, der war schon nicht ganz billig, aber der ist sein Geld wert. Da sind auch 60 Blätter drin und der ist echt von der Qualität her super. Also da scheint auch nichts durch oder so. Ne? Klar ist da hinten ein bisschen rumgeschmiert, weil ich mit meinen Fingern da rumgesaut habe, aber
da kommt nichts durch. Also selbst wenn da so richtig dick viel Farbe ist, kommt nichts durch. Und das war auch dieses Papier. Und wie gesagt, als diese drei Kleckse nur waren, hat es mir richtig gut gefallen und danach nicht mehr. Das habe ich mit denen hier wieder gemacht. Und da habe ich einfach nur den Deckel aufgemacht und einmal mit Schmackes, batz, einmal drauf. Da muss man ein bisschen Gefühl für kriegen. Bei dem habe ich es zu wenig gemacht. Bei den dreien genau richtig, bei dem hier eigentlich auch. Aber da habe ich, glaube ich, zweimal drauf gebapst, weil es beim ersten Mal auch zu wenig war. Da muss man so ein bisschen Gefühl für kriegen, aber dann kann man da super Techniken mitmachen. Hat mir super gut gefallen. Einfach nur so ein Spritzer. Wie gesagt, hätte ich die beiden Farben weggelassen, hätte ich es schön gefunden. Und ihr seht, das ist auch nicht das richtige Format. Das war jetzt einfach nur so ein Abschnitt, also so ein Rest. Und da habe ich halt ein bisschen mit rumprobiert. So, dann habe ich aber tatsächlich mit Stencils auch noch gearbeitet und habe dann hier so Ticket-Dings gemacht. Einmal Vintage, das passt dazu. Und dann hier dieses Teilchen noch. Und da habe ich dann nur den Rand mit einer zusätzlichen Farbe ein bisschen gemacht. Ja, genau. Und jetzt werde ich mal gucken. Heute Morgen werde ich dann anfangen. Jetzt habe ich ja erstmal genug. Obwohl das natürlich mega Spaß macht, diese Hintergründe zu machen. Aber gut, jetzt habe ich erstmal genug. Und dann kann ich erstmal ein paar Karten losbasteln und ich denke mal, ich werde mit denen hier anfangen und danach kommen bestimmt gleich die hier. Genau, und hier habe ich ja quasi schon eine fertig, die so ein bisschen dazu gehört. Ja, und mit denen hier muss ich mal gucken, ob ich da noch irgendwas groß mache oder ob ich die einfach so lasse. Da ist ja noch eine zwischen, komm raus. Ja, die beiden hier, die sind doch ein bisschen langweilig, da werde ich dann, glaube ich, am Rand noch irgendwie Glitzer oder irgendwas machen, mal gucken. Und ja, die beiden finde ich eigentlich schon, obwohl die auch ziemlich langweilig aussieht, finde ich die aber eigentlich schon schick. Vielleicht mache ich damit noch irgendeiner Farbe, vielleicht mit der Farbe hier nochmal, dass alles wieder so ein bisschen zusammenpasst. Dann kann ich bei denen hier, kann ich auch mit der Farbe nochmal irgendwas, mal gucken, ich weiß noch nicht. Man kann, unbegrenzte Möglichkeiten, so. Und was man am Ende macht, ist dann immer noch eine ganz andere Frage. Genau, aber mit denen werde ich anfangen. Mal gucken, ob ich das alles so in dem Stil dann mache. Die müssen ja nicht zwangsläufig alle zusammenpassen. Das ist ja eigentlich egal. Ja, ihr Lieben, genau so. Das habe ich hier gestern Abend für mich so ein bisschen rumgewerkelt und rumgeschmattert. Und hier sah es aus wie... frag nicht. Genau, aber egal. Na gut, ihr Lieben. So, ich wünsche euch einen wunderschönen dritten Advent. Und genießt eure Zeit. Und wir sehen uns morgen schon wieder. Macht's gut. Tschüssi.